Fiedern, also das Angeln mit dem Futterkorb, liegt voll im Trend. Ist auch eine relativ leichte Angelei. Und wir haben die Firma Browning, die für Top-Geräte bekannt ist, gebeten, uns doch mal ein gutes Fiederset zusammenzustellen. Und jetzt sind die Sachen angekommen und wir machen uns mal ans Auspacken. Ah ja. So. Kommt hier eine. Sind hier gleich zwei Routen gekommen. Das eine ist eine Black Mass Magic Feeder und eine Argon Feeder. Hier ist also eine Heavy Feeder, hier ist eine leichtere Feeder. Und die gucken wir uns jetzt mal genau an. So, jetzt machen wir das mal noch mal ein bisschen frei hier. Die Rute ist, wie ich sehe, zweiteilig plus die entsprechenden Wechselspitzen. So, das ist schon mal Nummer 1. Hier die Ringe, wie man sieht, irgendwo sind aus gehärtetem Edelstahl. Das Tolle daran ist irgendwo, dass sie also eine sehr gute Wärmeableitung haben und dass man damit einen glatten Innenraum hat, der auch weite Würfe zulässt. Die Bissanzeige bei diesen Routen erfolgt über die Wechselspitzen. Hier haben wir 3 Stück im Programm enthalten. Und die sind wahrscheinlich, also wie ich schon sehe, irgendwo zwar von oben gleich gefärbt, in mehrfarbiger Optik, was man hier sehen kann. Das ist natürlich sehr, sehr gut irgendwie, um auch feine Zupfer zu erkennen. Sehr gut. Und die Wechselspitzen, die haben Testkurven von einem und einer Unze. Hier haben sie 3 Unzen. Und ist das wahrscheinlich sogar noch kräftiger? Nein, das ist 2 Unzen. 1, 2 und 3 Unzen. Das heißt also, man kann mit dieser Spitze Gewichte bis 90 Gramm ungefähr werfen. Das macht also schon mal die Route aus irgendwie, die sehr, sehr gut ist. Auch was auch schön ist irgendwo, hier sind die nochmal die Spitzen irgendwo entsprechend ihrer Ausrichtung farblich abgegrenzt. Das ist auch sehr, sehr gut. Das ist also richtig hervorragend. Das wäre schon mal die Route. Die besteht jetzt aus 3 Teilen plus Wechselspitzen. Wir können die ja mal zusammenbauen und dann... Dann wollen wir mal die zweite Route aufbauen. So, die erste Route legen wir ab. Widmen wir uns der zweiten Route. Das ist also die schwerere Fiederroute, die man vor allen Dingen auch im Fluss nehmen kann und verwenden kann. Gerade wo man auch schwerere Gewichte braucht, so wie im Rhein, Elbe, Ems, Weser, da kommt diese Route zum Einsatz. Hier sieht man schon relativ dicke Ringe irgendwo. Das ist mit einer SIG-Einlage wohl, wie es mir aussieht. Dagegen sieht man hier die ganz schlanken Ringe von der Argon-Route. So, hier gucken wir jetzt auch noch mal auf die Spitzen. Hier sind nur 2 Spitzen enthalten, die aber 3 Unzen und 1 Unze haben. Das heißt also auch wieder bis 90 Gramm für die eine Spitze, die 3 Unzen Spitze und die feine Spitze von einer Unze irgendwo, das ist 30, höchstens 35 Gramm. So, das sieht man hier. Zu den Routen kommen natürlich jetzt die entsprechenden Rollen. Und da gucken wir mal, was Browning da ausgewählt hat. Ganz wichtig ist beim Fiedern, dass Routen und Rollen auf jeden Fall zusammenpassen. Es nützt also nichts, eine Heavy Fiederroute zu nehmen und dafür eine ganz kleine Rolle, sondern die Rolle sollte in ihrer Ausrichtung zur Fiederroute passen. So, wir haben hier auch eine Blackmagic Rolle. Die 340er Größe.
gucken wir als erstes mal auf die Schnurfassung. Die hat eine Schnurkapazität von 160 Meter 22er. Die würde wahrscheinlich eher zur Argon-Route passen, sag ich mal. Was auch wichtig ist irgendwo, ist unbedingt eine Bremse, die ruckfrei anläuft. Hier, das ist ganz wichtig, weil nämlich wenn ein Fisch an dünnen Vorfächern beißt irgendwo, dann muss man sehen, dass man ihn trotzdem dirigieren kann irgendwie und dass nicht die Rolle in irgendeiner Form blockiert und der Fisch dann an den dünnen Vorfächern abreißt oder verloren geht. So, ich habe mich hier ein bisschen orientiert und einen Platz geschaffen und jetzt machen wir weiter. Wir haben hier einen Windowfeeder. Das ist also im Grunde genommen ein geschlossener Feederkorb, wo eine Fensteröffnung drin ist. Die kann leicht geöffnet werden und auch mit Maden und Würmern gefüllt werden. Eine kleine Drehung und schon ist das Fenster geschlossen. Das heißt also, irgendwo diesen Windowfeeder kann ich auch sogar im Fluss benutzen. Der wird dann ausgeschwemmt. Das ist also hervorragend, um zum Beispiel eine Futterspur zu legen. Hier sehe ich die Centex Feeder. Cenex Feeder heißt die. Das ist die Hauptschnur. Das ist jetzt hier eine 22er. Wir haben gerade gesagt, die Rolle fast 160 Meter, 22er. Hier sind 150 Meter drauf auf der Spule. Das reicht völlig aus. Weiter geht's im Spiel. Wir haben hier noch eine Blackmagic Accessory Bag. Das heißt im Grunde genommen eine kleine Tasche für Kleinteile. Praktisch gut. Mehr braucht man eigentlich nicht am Wasser, wenn man da mit losgeht. Hier haben wir die Sphere-Vorfächer, die sind schon fertig gebunden. Das Gute an der ganzen Sache ist, man braucht nicht ständig rumzufummeln, vor allem im Winter bei kalten Händen, irgendwo geht das nicht so gut. Das Beste ist jetzt also tatsächlich hier ein Fertigvorfach. Das ist hier jetzt, hat jetzt hier also eine Hakengröße 12 und an einer 0,16er Schnur. Und das Vorfach ist 1 Meter lang. Das bedeutet allerdings irgendwo, dass es 1 Meter ist ein einzelner Standard irgendwo. Man kann also die Vorfachlänge immer verkürzen oder auch sogar verlängern irgendwo. Wie man das beim Fiedern eben braucht. Je nachdem, wie die Fische beißen. Beißen die Fische nicht so gut irgendwo, dann lässt man das Vorfach ein bisschen länger irgendwo. Beißen die Fische sehr gut irgendwo, kann man auch näher an den Futterkorb das ranlegen und kann auch das Vorfach auf 30 cm nur verkürzen. Aber auch das findet wieder in der Accessory Bag statt. Ganz wichtig, das was wir hier haben, ist der Rutenhalter bzw. die Rutenauflage, die wir hier bekommen haben. Hier sehen wir, dass es unterschiedliche Punkte gibt, wo wir die Rute auflegen können. Ganz wichtig ist das insofern, weil wir die Schnur entsprechend mehr oder weniger spannen müssen irgendwo. Je nachdem, wie die Ausrichtung der Spitze ist, können wir hier die Rute ablegen. Und wir haben noch einen weiteren Vorteil. Sollte mal ein Karpfen oder eine dicke Barbe beißen, die reißt die Rute nicht gleich aus dem Halter, sondern hier ist sie gesichert. Und deswegen empfehle ich also einen solchen Rutenhalter. Das Wichtige beim Fiedern ist natürlich ganz klar das Futter. Da hat Browning uns mit 3 Futtertüten bedacht. Hier haben wir einmal Quick Skimmer. Das ist also im Grunde genommen ein Futter, was relativ feinkörnig ist, wie man hier sieht. Das ist geeignet für kleine Brassen und Güstern und sowas irgendwie. Das muss man dann nur noch anmachen irgendwo, wie das angemacht wird, wie es angemischt wird, wie viel Wassermenge man gebraucht, um das anzumischen irgendwo, ist hier vermerkt auf dem Futter. Das nächste Futter ist das M7, das ist ein Klassiker, der schon seit Jahren immer gute Fische gebracht hat. Auch solche Champs wie Bob Nutt hat dieses Futter gefischt und auch viele andere erfolgreiche Angler. Damit kann man nichts verkehrt machen. Auch hier steht dran, wie viel Milliliter Wasser man braucht, um das Futter entsprechend anzufeuchten. Und hier natürlich Big Bream. Wie man hier schon sehen kann, ist der Unterschied zwischen dem Quick Skimmer und dem Big Bream irgendwo einfach die Körnigkeit. Das Big Bream ist wesentlich grobkörniger und spricht dafür auch große Fische an. Das ist die Sache. Und jetzt gucken wir mal, was es noch als letztes hier drin gibt.
Oh ja, hier sind noch weitere Futterkörbe. Der Inline-Korb wird so gefischt, ähnlich wie das Festblei beim Karpfenangeln. Im Inline-Korb wird der Korb quasi gestoppt irgendwo. Der Fisch zieht irgendwo einen kleinen Radius, schwimmt damit weg und hakt sich gegen das Gewicht des Korbes selbst. Das ist der Inline-Korb. Dann haben wir hier einen Speedfeeder. Das heißt, irgendwo damit geht es in die Entfernung, weit weg. Der hier wiegt 50 Gramm. Das Gewicht liegt unten am Futterkorb, damit er möglichst gut fliegt. Und auch dieser Korb hat sich in der Praxis sehr, sehr bewährt. Dann gibt es hier noch wieder weitere Window-Feeders, die man allerdings nicht wieder verschließen kann, die offen bleiben. Aber trotzdem kann man damit eine gute Menge Maden rauskatapultieren oder auch zerschnittene Würmer an den Futterplatz bringen. Und natürlich haben wir hier auch noch einen ganz stinknormalen Futterkorb, sag ich mal, der mit einfach in eine Schlaufenmontage eingehängt wird und bei dem wir damit Fische fangen können. Ja. Was wir euch zeigen wollten. Oh nein, ich habe noch eine Sache vergessen. Hier kommt natürlich noch eine Köderdose. Das ist natürlich ganz wichtig irgendwie. Vor allen Dingen, wenn man mit vielen Maden hantiert und um zu verhindern, dass die Maden flüchten können irgendwo, braucht man natürlich unbedingt eine Köderdose. Diese hier ist klasse irgendwie, hat entsprechend viel Volumen irgendwo. Hier kann man einen halben Liter Maden gut drin hältern irgendwo. Man sieht, hier sind auch Luftschlitze, die also das Atmen der Maden gewährleisten und sowas. Also unbedingt sowas mitten ins Wasser nehmen. So, das ist also jetzt die Hardware zum Fiedern. Die haben wir euch jetzt vorgestellt. Wie das Ganze am Wasser aussieht, das zeigen wir euch im Juni-Blinker 2021. Wir sehen uns und wir hoffen, dass ihr den Blinker kauft und ihn lest und euch genau anguckt, wie das Ganze am Wasser funktioniert. Bis dann, ciao!